Hallo und herzlich willkommen hier zu LeCasper. Jetzt machen wir wieder Schießübungen. Also nicht Schießübungen, sondern machen Spiel-Modus-Spiel. So. Spieltyp B. Salazar, ey, ich hasse. Oh, nicht Ashley treffen. Oh, fuck, ey. Reloaded. Ich habe einen verpasst. Ja. Nein, ich müsste. Oh, was meine denn da? Scharfschützengewehr. So, wollen wir mal. Nein! Oh, meine Nummer mit denen. Ey, geil, ich hab's geschafft, dann, ne? Spiel beenden. So, was ist Spieltyp C?
Nein! Oh. Das ist wieder gut, stellbar. Ach, fuck, ey. Wieder. Moment. Kann ich. Ey, da kann ich ja gleichzeitig dann. Okay, machen wir das mal. La, la, la. Wow, das war. Nein! So, drei Stück. Was? Nein! Thank you.
Ah, scheiße, ich hab einen. Okay. Hoffentlich schaffe ich die. Zwei noch. Ach du Scheiße. Okay. Können wir da weitermachen? Puh. Hätte ich das nochmal gemacht, dann. Welcome! Some rare. What are you buying? What are you selling? Gar nicht. What are you buying? Is. Thank you. Oh. Is that all? Is that all? Thank you. Come back anytime. Ja, natürlich, was sagst du? Oh, was zu lesen. Lois Notiz 8. Der erste Kastal begrub die Las Plagas tief unter der Burg, um sie völlig zu verstecken. Als aber Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde sie wieder zum Leben erwecken können, dass sie nur mumifizierte Überreste waren. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wirt nicht überleben konnten, aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Las Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder aufzuerstehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, die bei der Ausgrabung der Las Plagas geholfen haben, an Krämpfen zu leiden, und eines Tages wurden sie zu gewalttätigen Wilden. Später fand man dann heraus, dass dies von den Las Plagas verursacht worden war. Sie hatten all die Jahre im Zellenstadium in Sporenform überlebt. Anscheinend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgraben die Sporen ein, die in ihren Körper wieder aktiv wurden. So erwachten die Las Plagas zum neuen Leben. Während ich schreibe, werden weitere Las Plagas ausgegraben. Wer weiß, wie viele dieser Las Plagas bereits wiederbelebt wurden. Das ganz zu schweigen von all den Gnados, die geschaffen wurden. Ihr unmenschliches Treiben muss ein Ende finden. Wenn sie nicht aufgehalten werden, könnten weltweit Menschen zum Opfer ihres verrückten Kults werden. Ja, da hast du schon recht. Oh Mann. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Minen, genau. Na? Headshot. So Leute, wir sehen uns gleich wieder, ne? Das war ja so Lukas Boot.